Possums. Hallo ihr Lieben, ihr Süßen, sage ich ja immer. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber wir hatten alle gastrointestinale Probleme. Wir hatten uns ein Virus eingefangen und erst die Kinder und nicht alle, zumindest zwei von dreien, dann mein Mann, dann ich, und deswegen ja, waren wir etwas gehandicapt und da will man nicht vor die Kamera gehen. Und das wollte ich auch nicht. Ich habe euch ja versprochen, ich hatte euch ja meine Morgenroutine, was Pflege und anbelangt, abgedreht. Und da habe ich gesagt, die Abendroutine folgt und das will ich hiermit tun. Ich habe sehr, sehr viele Produkte, deswegen werde ich jetzt nicht so extrem auf jedes einzelne Produkt eingehen. Aber ich zeige euch mal so, in welchen Kategorien so was ich verwende. Und zu den einzelnen Produkten, ob ich sie gut finde oder nicht gut finde und ob ich es euch empfehlen würde. Ich möchte noch dazu sagen, dass, also ich bin 54 Jahre alt, für die, die neu eingeschaltet haben. Ich habe normalerweise oder eigentlich immer eine Mischhaut gehabt, das heißt ölige T-Zone und eine normale Haut, ja restliche Haut, ohne dass sie besonders trocken oder ölig gewesen ist. Seitdem ich aber zum Beispiel das Retinol verwende, habe ich eine extrem trockene Haut. Dadurch, dass ich es aber schon länger verwende, sehe ich aber, dass es tagsüber in der T-Zone jetzt wieder anfängt, irgendwie nachzuölen. Also das heißt auch wieder fertig zu werden, dass sich meine Haut da so ein bisschen adaptiert hat. Das nur so zum Hintergrund. Ich habe natürlich eine reife Haut. Ich habe Falten natürlich, ich habe gewisse Texturen, ne? Ich habe hier eine Nasolabialfalte und wie auch immer. Also das heißt, dass reifere Haut oder auch trockene Haut oder wenn man halt eben auch Medikamente aufträgt, dann natürlich eine besondere Bedürfnisse hat. Und die versuche ich da so ein bisschen wieder zu spiegeln. Noch so ein kleiner Disclaimer. Nicht unbedingt das, was für mich gut ist, ist für euch gut. Das gilt vor allen Dingen für Pflegeprodukte. Wenn ihr sehr empfindlich seid, würde ich euch immer empfehlen, hier so ein bisschen in der Armbeuge erstmal ein Produkt aufzutragen und es 24 Stunden zu testen, einfach ob ihr das Produkt generell vertragt. Das kann man ja ganz gut machen. Man kann ja überall auch mal in den Drogeriemarkt gehen und kann das ausprobieren. Besonders wenn jemand unter Neurodermitis leidet oder halt eben unter besonders sensibler Haut, wäre das mein Rat. Nicht alles, was auch Bio ist, ist wirklich auch gut verträglich. Nicht alles, wo es heißt, von wegen, da werden, wenn man nicht genau weiß, wie die Zusammensetzung ist, ob es halt für einen selber gut tut. Genauso, was für mich gut tut oder was für meine Bedürfnisse entsprechend ist, heißt nicht unbedingt, dass es auch bei euch funktioniert. Mir hat zum Beispiel eine Zuschauerin nach der Morgenroutine geschrieben, dass sie sich halt aufgrund eines anderen Videos sehr viele Kiehl's-Produkte gekauft hat und verträgt sie überhaupt nicht. Ne? Das ist natürlich sehr schade, deswegen mein Rat an der Stelle, nicht kritiklos einfach alles übernehmen, was ich euch von meiner Seite aus erzähle, sondern selber langsam rantasten, nicht gleich eine komplette Produktlinie kaufen. Ich bin ja auch so, wenn ich irgendwas sehe und finde es total klasse, schlage ich zu. Noch dazu, wenn es vielleicht irgendwo Präzente gibt, würde ich euch bei Pflege nicht unbedingt raten. Lieber erstmal eins probieren, schauen, ob man es verträgt und dann kann man sich weitere Produkte von der Linie kaufen. So, generell abends fange ich immer an, also ich zeige euch jetzt nicht, wie man Produkte aufträgt und dass man es einklopft und tralala. Also ich glaube, meine Zielgruppe ist alt genug, dass sie wissen, wie man sich abschminkt und wie man, dass man nicht reibt und zerrt oder sowas, sondern dass man halt sehr pfleglich mit der Haut umgeht. Und von da gesehen traue ich euch das einfach mal zu. Das setze ich mal voraus. Also ich fange immer an, mein Augen-Make-up zu entfernen. Und da ich unten immer eine wasserfeste Wimperntusche verwende, brauche ich natürlich einen Augen-Make-up-Entferner, der ölhaltig ist. Als zweites nehme ich irgendein Produkt zur Reinigung. Entweder eine Milch oder ein Öl oder was auch immer. Also das heißt eine Grundreinigung. Dann nehme ich ein Micellenwasser. Und dann nehme ich ein Gesichtswasser, um das Ganze noch mal abzunehmen. Das waren 1, 2, 3, 4. So im fünften Schritt bringe ich Feuchtigkeit drauf. Im sechsten Schritt ein Serum. Dann achtens eine Augencreme. Neuntens meine Retinolcreme, das allerwichtigste. Zehntens noch ein Öl. Und dann kommt vielleicht noch irgendwo zwischendrin, einmal die Woche oder alle 14 Tage, wie auch immer, verwende ich noch ein Ultrasonic, also ein Ultrasound Pflege und halt eben noch eine Skinmaske. Also das heißt, ich habe, das klingt wahnsinnig viel, 10 Schritte, aber im Prinzip ist es das, was wahrscheinlich jede Frau abends macht. Aber ich fange einfach also mal an. Also, 10 Schritte ist krass, ne? Klingt ja wie eine Koreanerin, ne? Also ich habe hier, also wie gesagt, für mich ist es wichtig, ein Zwei-Phasen
Augenmake-up-Entferner zu haben. Ich komme mit diesen einen Phasen überhaupt nicht zurecht. Es muss ich so viel reiben und es bringt halt eben nichts, wenn ich natürlich auch wasserfeste Wimperntusche verwende. Ich habe den hier von Maybelline, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe den mir mal, keine Ahnung, ich glaube im Angebot gekauft, ich weiß es gar nicht. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut, aber auch nicht immer so zu 100% zufriedenstellend. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis kaufe ich normalerweise den von Balea, vom DM-Markt. Und den finde ich eigentlich, das ist mein Go-To. Warum ich mir den gekauft habe, wie gesagt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, weil einfach, weil ich da beim Rossmann war und hatte 10% Gutschein. Und dann kauft man eben da statt beim DM mit blablabla, Payback-Punkten, wie auch immer. Auf jeden Fall, also meine Empfehlung ist wirklich Balea. Ich habe viele getestet und vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Wirkung finde ich den eigentlich am besten. Als zweites, wie gesagt, verwende ich etwas, um diesen ganzen Schmodder erstmal so ein bisschen aufzuweichen und runterzubringen. Und da habe ich verschiedene Sachen, die ich empfehlen kann und nicht empfehlen kann. Und zwar ist das hier von Rival de Loup. Milder Reinigungsschaum für trockene und sensible Haut mit Ginkgo und Gurkenextrakt, Clean und Care. Gefällt mir toll vom Packaging, ist schön eigentlich von der Idee her, sehr schön, hat so einen Pumpspender, da kommt so ein Schaum raus. Nur so. Na super, jetzt habe ich das hier. Aber, was mache ich denn? Erstens mal finde ich, dass er die Haut austrocknet und zweitens auch von der Reinigungswirkung nicht so gut ist. Also von da gesehen kaufe ich mir den nicht mehr nach. Wenn wir gleich dabei sind, was ich mir auch nicht mehr nachkaufen würde, ist hier von Tony Moly, Ferment Snail Foam Cleanser von Timeless. Naja, ich dachte, koreanische Produkte wären super, aber der ist von der Reinigungswirkung gut, aber er brennt mir in den Augen. Also ich vertrage ihn einfach, wenn ich zu nah an die Augen komme, brennt er mir zu sehr und deswegen würde ich mir den nicht mehr kaufen. Was so okay ist, ist hier von Balea das Reinigungsöl, ist für trockene Haut, schnelle Reinigung, auch bei wasserfestem Make-up. Ihr seht, ich habe es ungefähr so ein Drittel verwendet. Ich finde es so ein okay Produkt, weil, also mir ist das so ein bisschen zu fest. Ich muss zu sehr reiben, um das zu verteilen. Von da gesehen ist das eins, was man eigentlich erstmal so ein bisschen, wenn es feucht ist, dann drauf geben kann, dann wirkt es besser. Wenn man es auf die trockene Haut macht, finde ich das nicht gut. Würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Was ich dagegen schön finde, ist von Alverde das Make-up-Entferneröl. Das gefällt mir gut, abgesehen auch darum, dass es ganz toll riecht. Also angenehm riecht. Das gefällt mir besser, weil es halt einfach sich besser verteilen und auftragen lässt und halt eben auch einen schönen Reinigungseffekt hat. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und Öle sind natürlich bei sehr trockener Haut auch eine schöne Sache, um das Ganze, um die Haut halt eben nicht zusätzlich zu strapazieren, wenn Alkohol drin ist oder sowas. Also das ist natürlich dann besser, als wenn man jetzt ein anderes Produkt hat, wo vielleicht da andere Detergenzien drin sind, die mehr austrocknen. Also da würde ich eher so ein Öl empfehlen. Aber das ist schön und das würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch drei L'Oreal-Produkte. Normalerweise bin ich mit L'Oreal-Produkten immer ein bisschen vorsichtig, weil die immer stark parfümiert sind und nicht eigentlich so, nicht so geil sind. Was ich bis dato immer verwendet habe, was ich auch super finde vom Packaging, ist sleek, ne? Richtig schön, kann man toll hinstellen. Da gibt es auch noch mal ein Gesichtswasser dazu, das hatte ich auch schon ein paar Mal gehabt. Das ist Age Perfect, Reinigungsmilch entknittert und belebt, reinigt und kräftigt die Haut mit Magnesium, Vitamin C für reife Haut. Also entknittert kann ich nicht sagen, habe ich auch eigentlich nicht den Anspruch. Also von da gesehen ist das Marketing bei L'Oreal immer sehr großzügig. Was es schön macht, halt wie gesagt, Packaging finde ich toll. Es lässt sich gut auftragen, ist halt einfach so eine weiße Reinigungsmilch. Und von da gesehen kriegt man da den ersten Schmutz gut weg. Also das finde ich ganz gut. Und jetzt so als Folgeprodukt habe ich diese beiden hier. Das eine ist hier so ein, eher so ein Waschgel. Wobei ich eigentlich weniger, ich habe mir das einfach mal gekauft, weil es halt irgendwie für trockene und sensible Haut ist mit Rosen- und Jasminextrakt. Das ist okay. Was ich aber noch eigentlich noch lieber mag, ist so eine Reinigungsmilch. Die ist auch mit kostbaren Blüten. Da hat mir das gut gefallen, weil es halt eben so einen Pumpspender hat. Und das finde ich für zu Hause sehr praktisch. Finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr schön. Das hat, glaube ich, nur 4 Euro gekostet. Für die Größe finde ich gut. Und von da gesehen bin ich mit dem eigentlich gut zufrieden. Ich mache es so, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig umweltgerecht ist. Entweder, also ich nehme nicht irgendwas
dass ich jetzt irgendwie großartig irgendwie das mit Wasser abnehme, funktioniert eigentlich gar nicht. Ich nehme auch nicht einmal Handtücher, weil die finde ich noch schlimmer vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Umwelt her. Sondern ich nehme meistens Cottonpads, einfach weil ich das hygienischer finde, als wenn ich jetzt irgendwie, sonst müsste ich immer ein ganz sauberes, heißgekochtes Handtuch haben und das müsste ich jeden Tag wechseln, finde ich noch umweltbelastender. Also davon daher nehme ich lieber Cottonpads, die sind für mich hygienisch. Ich kriege damit das runter und ich kann es also wirklich zielgerichtet und sehr hygienisch machen. Das gefällt mir eigentlich am besten. Manchmal nehme ich auch Reinigungstücher, aber Reinigungstücher habe ich auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Also die kennt ihr ja, solche Dinge halt eben hier. Damit kriegt man den großen Schmodder auch ganz gut weg. Kostet aber so eine Packung auch mindestens 1 Euro. Cottonpads sind da für mich kostengünstiger, finde ich. Und ich habe mir sogar mal extra welche für Babyhaut gekauft und habe dadurch also ein knallrotes Gesicht bekommen, habe ich überhaupt nicht vertragen. Also das heißt, auch wenn man denkt, sensible Babyhaut, und man schmiert es ins Gesicht, habe ich nicht vertragen. Also deswegen immer erstmal testen. Also ich bin, wie gesagt, ich nehme Cottonpads, bringe damit das Ganze runter und es gefällt mir eigentlich sehr gut. Es ist sehr mild, es reizt mich nicht in der Haut und hinterher habe ich auch kein extremes Spannungsgefühl und das ist das, was mir gut gefällt. Oder wie gesagt, dieses Waschgel. Dafür habe ich zum Beispiel diesen kleinen Helfer hier. Das ist von Silvercrest. Das habe ich mir mal gekauft beim Aldi. Das ist richtig, richtig toll. Das hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Das ist wirklich super. Das hat hier eine Seite, die ich eigentlich nicht verwende. Das sind hier so Rillen drauf. Und hier seht ihr halt eben diese Noppen. Ich glaube, das gab es in zwei verschiedenen Farben, also Türkis und dieses Lila, weil hier die Oberfläche etwas anders war. Also das ist ganz, ganz toll. Man kann das hier anstellen. Und sogar mit der Lightshow, ganz cool. Und da massiere ich mir eben diese Reinigungsmilch ins Gesicht ein. Und dann nehme ich das mit dem Reinigungspad ab. Und das ist richtig, richtig toll. Also das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, das kann man hier auch rechargeable. Da ist noch ein, wenn ich es mal finde, noch so ein Kabel und so ein USB dabei, wo man das, oder beziehungsweise so ein kleines Ladegerät. Also das ist ganz, ganz toll. Da muss man keine 100 Euro ausgeben für irgendwas, sondern das ist ganz toll. So, wenn ich den ganzen Schmodder erstmal so grob weg habe, nehme ich immer nochmal, weil das eine ist halt mehr so wässrig und dann das Ganze halt trotzdem nochmal, um halt eben letzte Wasser- oder fettlösliche Produkte abzunehmen, nehme ich immer nochmal Micellen. Wasser, eine Micelle ist ja eigentlich nur eine Anordnung von Molekülen. Das heißt, ich habe eine hydrophobe und eine hydrophile Phase, also ein lipophil und lipophob. Also das heißt eine wässrige und eine ölige. Und diese Micelle ist halt eine Anordnung, dass der Dreck in der Mitte ist quasi und die Partikel sich wie eine Micelle drumherum legen und dadurch halt eben den Dreck entfernen. Ne? Könnt ihr mal im Chemiebuch nachlesen, was eine Micelle ist. Wie auch immer. Also auf jeden Fall habe ich hier verschiedene. Was ich zurzeit sehr, sehr gerne verwende, ist von Garnier das Waterproof. Ich habe auch schon die anderen gehabt, aber das gefällt mir am besten. Abgesehen davon, dass ich den Geruch ganz toll finde, ist es halt einfach für mich halt eben die beste Wahl, weil es halt eben diese zwei Phasen hat. Was mir eine Freundin mitgebracht hat aus England, das ist dort die Nummer 1, und zwar ist das Kind of Skin Micellar Cleansing Water. Das ist von, wie heißt denn das? Von Simple. Aber ich denke mal, das sind alle anderen Micellenwasser. Das ist eine Einphasen-Micellenwasser, finde ich auch sehr schön. Das gefällt mir auch gut. Und was ich mir auch mal gekauft habe, jetzt neu, ist von Aveen ein Micellenwasser. Das ist halt eben auch sehr, sehr mild zur Haut und von Darkseen auch empfehlenswert. Also diese drei Micellenwasser kann ich alle gut empfehlen. Also wie gesagt, die bringen dann nochmal die Wenn ich das dann habe, dann habe ich natürlich auch gerade so von diesem Öl immer noch so ein Reste auf der Haut. Und dann nehme ich immer nochmal ein Gesichtswasser. Ich hatte, wie gesagt, von L'Oreal, von dieser Reihe hier, von diesem Age Perfect, auch ein Gesichtswasser. Das ist auch so in dieser wunderschönen, sleeken Packung. Das gefällt mir auch sehr gut, kann ich auch empfehlen. Und was ich momentan verwende, auch aus dieser Reihe hier, ist das L'Oreal Gesichtswasser. Das habe ich euch ja schon an der Morgenroutine gezeigt. Das Einzige, was mir an dem Produkt nicht so gut gefällt, ist die große Öffnung. Da kommt immer sehr viel raus. Aber ansonsten ist es auch nicht zu stark parfümiert. Klar ist da natürlich immer Alkohol mit drin, was natürlich die Haut austrocknet, aber es ist erst Wasser, dann Glycerin und dann Alkohol.
also erst an dritter Stelle. Aber es soll natürlich auch adstringierend wirken. Also das heißt, dass es halt eben die Poren ein bisschen zusammenzieht und natürlich auch den Dreck runterbringen. Aber wie gesagt, ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Haut hinterher extrem spannt. Von da gesehen ist es für mich völlig okay. Und dann damals, also das allererste, was ich mir mal von dieser Ebru, die jetzt glaube ich in die Türkei gezogen ist, ein kleines Baby bekommen hat, die das damals empfohlen hat, dieses Rosenwasser, finde ich auch großartig. Der Geruch ist halt eben nicht so diese ja, ist halt eben Rose, muss man sich dran gewöhnen, aber das ist ein sehr schönes Gesichtswasser. So, wenn ich jetzt alles gereinigt habe, dann braucht meine Haut Feuchtigkeit. Was ich da verwende, das habe ich euch auch schon oft gezeigt, das ist von Innisfree diese Lotion. Also finde ich großartig, ist aber fast für abends ein bisschen wenig, aber dadurch, dass ich halt eben noch ein Serum und so weiter andere Sachen auftrage, ist es okay. Aber es könnte für mich noch ein bisschen für abends noch ein bisschen reichhaltiger sein, bin ich ganz ehrlich. Was ich mit dem Urlaub dabei hatte, wo ich ja in Griechenland war, und zwar von La Cura Tagespflege für sehr reife Haut, Age Vital für Tag und Nacht. Und die ist mal richtig schlecht. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Warum? Weil, also die hat zwar Lichtschutzfaktor 15 für tagsüber. Ihr seht auch, erstens mal finde ich den Geruch ganz schrecklich. Gefällt mir überhaupt nicht. Für tagsüber geht die Formulatur noch. Und abends ist der Geruch ein bisschen besser. Aber was mir hier überhaupt nicht gefällt, und zwar ist die, wenn man zum Beispiel schwitzt oder halt eben Flüssigkeit vorher aufgetragen hat, Gesichtswasser, ist es eine Textur, die sich extrem schlecht mit Wasser verbindet. Die ist sehr ölhaltig oder sehr cremig, die ist sehr, sehr fest und die lässt sich dann ganz schlecht auf dem Gesicht verteilen. Also die rutscht dann nur rum und zieht nicht ein und man kann sie kaum verteilen, auch wenn ich morgens schwitze, ne, bei 40 Grad oder 35 Grad. Im Urlaub hat man ja schon ordentlich geschwitzt, da zieht die mir einfach zu schlecht ein. Also ich mag die nicht von der Textur her, werde ich mir die auf alle Fälle nicht kaufen. So, was ich dann verwende, ist ein Serum. Und da habe ich auch verschiedene, welche die ich gut finde, welche die ich weniger gut finde und welche die ich sehr gut finde. Was ich ganz gut finde, ist zum Beispiel hier der Skin Trainer von Kiko. Kommt hier in so ein Packaging, das ist hier wie so eine Art Pipette, so eine gelbe, ist eigentlich weniger, es ist mehr wie so eine Paste. Das ist eine Textur oder eine Formulierung, die sehr leicht ist. Die lässt sich schön auftragen und zieht auch sehr schön schnell ein. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist dieser Skin Trainer. Dann habe ich mir halt eben auch vom Urlaub, ne, die gleiche Pflegeserie hier, restrukturierendes Serum für sehr reife Haut, strafft, glättet und verwöhnt die Haut mit Blütennektar, Macadamia-Nussöl und Hyaluronsäure. Das finde ich okay. Also das hat, das lässt sich gut ein. Kommt hier auch in den Pumpspender, also das finde ich schon ganz gut. Das ist hier so ein, ja, wässrige Bade. Geruch ist auch so ein bisschen, riecht eher wie ein Haarprodukt. Ist okay. Ist so ein bisschen, ja, silikonartig. Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr nachkaufen. Was mir auch nicht gefällt oder was eine Multi-Aging-Serum, Anti-Aging für jeden Hauttyp, hatte ich mir auch mal gekauft von, man nimmt halt immer sowas mit, ne? Man geht halt irgendwie einkaufen und dann haben die halt irgendwie so Zeug, ich glaube, das ist auch schon fast leer, da im Angebot und dann nimmt man sowas halt mit, aber zahlt halt irgendwie auch, was ich, 10 Euro dafür. Das war auch in Ordnung halt irgendwie, aber hat es was gemacht? Ich glaube nicht. Ne? Also es spendet Feuchtigkeit, ist okay, würde ich mir aber nicht mehr kaufen. Dann habe ich hier von Balea ein Vital, ein intensiv straffendes Serum für reife Haut. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist auch so ein bisschen, ja, das ist hier so eine weiße Creme. Es ist auch sehr leicht, zieht auch relativ schnell ein. Ob es halt für sehr reife Haut, sagen wir mal, ausreichend ist,
müsst ihr mal ausprobieren. Ich fand es okay, würde ich mir aber, glaube ich, auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier noch eins von Oil of Olas Anti-Wrinkle Firm und Anti-Wrinkle Booster Firming Serum. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das habe ich jetzt auch mal eine Zeit lang benutzt. Das hat eher, wie sieht das aus? Auch so eine weißliche Konsistenz. Das finde ich eigentlich so von der Pflegewirkung her ganz gut. Also da hat man hinterher ein gutes Hautgefühl. Was meine absoluten Lieblingsprodukte sind, das sind die zwei. Da habe ich jetzt nur das kleine für die Reise offen. Das habe ich normalerweise, habe ich auch ein größeres. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach benutzt. Habe ich auch schon meiner Mama geschenkt und die ist fast 80 Jahre alt. Und zwar von Estee Lauder, das Advanced Night Repair. Das ist so der Klassiker. Und das Dupe dazu ist von Time Revolution von Misha. Das heißt Borabit, also diese Ampullen. Und die sind von der Konsistenz her und von der Wirkung her, was heißt Wirkung ist auch wieder schlecht, vom Effekt her, von der Pflegewirkung her, vom Auftrag und so weiter fast identisch. Also das ist natürlich sehr teuer, das kostet ungefähr die Hälfte. Also von daher gesehen, wer das zum Beispiel im Duty Free kriegt, ist manchmal so in Packages mit drin. Da gibt es zum Beispiel halt, es kommt meistens im Duty Free, ist immer so eine Kombination aus Serum und dann nochmal Augen. Creme oder Augenprodukt, da gibt es bei den Augenprodukten auch zwei verschiedene Versionen. Eins in einem Tiegelchen, so eine Creme, und eins in eher sowas. Das ist dann eher so ein flüssigeres Produkt. Ich würde euch eher das, also wenn ihr sehr reife Haut habt, eher das Creme-Tiegelchen empfehlen. Finde ich zwar vom Hygieneaspekt her nicht so schön, aber die hält besser und ist reichhaltiger. Die andere finde ich fast ein bisschen zu schwach, aber die Augencreme ist auch Bombe. Also von da gesehen kann ich die beiden wärmstens empfehlen und die finde ich sehr, sehr gut. So, ich hatte vorher in meiner Routine noch dieses Vitamin C drin und zwar ist es von Skinfood, auch von der koreanischen Brand, und zwar hat das Vitamin C 30%, das ist also eine sehr, sehr hohe Konzentration und ihr seht, es kommt hier auch in so einer Pipette und im lichtgeschützten Glas. Das mache ich allerdings jetzt, nachdem ich jeden Tag mein Retinol verwende, nicht mehr drauf, einfach weil es mir zu viel ist für die Haut. Deswegen habe ich das mehr so auf den Vormittag verlegt. Wollte ich aber euch nur zeigen, weil vorher habe ich das alternierend gemacht. Ich habe halt eben einen Tag wieder mit C, am nächsten Tag Retinol, bis ich halt eben so weit war, das Retinol jeden Tag zu nehmen. Habe ich auch verschiedene. Ja, einfach weil ich verschiedene Sachen mal ausprobieren wollte, habe ich hier einmal von Naturin Augencreme Gel. Das ist ganz okay. Genauso von Dr. Schöller, das ist Arganöl. Und Amaranth Anti-Wrinkle Creme, das finde ich auch okay. Da hatte ich hier eine Lacura Augencreme für reife Haut. Die ist so lala. Die von Balea, die finde ich auch ganz gut. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die von Vichy. Einfach von der Konsistenz und von der Textur hat mir die von denen noch am besten gefallen. Und am allerbesten hat mir die von Innisfree gefallen. Die habe ich auch schon in der Morgenroutine gezeigt. Das ist hier mit diesem Applikator, was gleichzeitig eben noch kühlt, was sich super hygienisch auftragen lässt und was einfach auch sehr gut einzieht. So. Dann kommen wir zum Retinol. Ich habe einmal hier... Achso, grundsätzlich muss ich vielleicht dazu sagen, dass ich alle... Produkte oder auch Feuchtigkeitspflege und so weiter oder alles, was ich so verwende, eben natürlich auch für den Hals verwende. Pflegeprodukte, also Reinigungsprodukte natürlich für den Hals, ganz klar, weil ich meinen Hals ja auch mitschminke. Aber ansonsten Pflegeprodukte bringe ich also immer auf das Gesicht auf, Hals, Dekolleté und Hände. Also das ist immer so meine Trias 1, 2, 3. Das gehört für mich dazu. Also bei mir ist die Pflege nicht nur im Gesicht, sondern wie gesagt immer auch das Dekolleté und die Hände. Außer bei Retinol. Retinol, die Creme, verwende ich nur im Gesicht. Und jetzt zusätzlich diese Ordinary Advanced Retinoid 2% auch auf dem Hals und auf dem Dekolleté. Wobei, ich verwende das jetzt so knapp 2 Monate, ich bis dato noch keinen großen Effekt gesehen habe. So, Retinol verwende ich die Aerol-Creme. Es gibt in Deutschland nur noch wenig zugelassene Produkte. Früher war das von GlaxoSmithKline Beecham. Das hier ist von, wie heißen die denn? Pierre Fabre, eine andere Firma, die das jetzt herstellt.
Und zwar Galaxus Miss Klein. Ich habe da auch mal angerufen und die haben das aus dem Programm genommen. Es gibt eine 0,05%ige Creme und eine 0,1%ige Creme. Man sagt ja, man soll anfangen. Also diese Creme, muss man dazu sagen, ist ja nicht zugelassen für Anti-Wrinkle-Therapie oder halt eben zum Anti-Aging. So, also die Erholcreme ist in Deutschland zugelassen zur Therapie von Akne. Deswegen ist die auch extrem austrocknend, weil man die eigentlich ja eben auf die Akne, auf die bakterielle Infektion draufbringt. Es gibt auch Kombinationen von Tretinoid oder Tretinol und eben mit Antibiotika. Da müsst ihr auch aufpassen, weil jeden Tag sich ein Antibiotikum ins Gesicht schmieren ist natürlich nur auf die Stellen, wo man eine bakterielle Infektion hat, sinnvoll. Alles andere ist nicht sinnvoll. Wie gesagt, diese Erol-Creme, das ist eine Creme, die hat dieses Tretinoin, also diese Vitamin-A-Säure, aber die hat kein bakterielles oder antibakterielles Substanz, kein Antibiotikum enthalten. Man soll ja tatsächlich, wenn man es aber halt eben als Anti-Aging einsetzt und weil es halt eben diese stark austrocknende Wirkung hat, soll man es erstmal einmal die Woche nehmen, dann zweimal die Woche, dreimal die Woche und so weiter, bis man halt eben das jeden Tag verträgt. Zwischendurch wird man sicherlich halt eben Zeiten haben, wo die Haut sich extrem abschilfert, wo natürlich die oberen Hautflächen trocken werden, die abgehen. Das habe ich momentan auch noch mal. Also mein ganzes Gesicht ist momentan extrem trocken, weil ich abends diese Vitamin A-Säure nehme und morgens Vitamin C und das ist anscheinend schon sehr belastend für die Haut. Da gibt es halt Phasen, da muss man einfach durch. Ich glaube, ne, weil das halt einfach ein Regenerationsprozess ist, auch der Haut. Und wenn man dann diese 0,05% jeden Tag verträgt, kann man umschwenken auf die 0,1%ige, das heißt eine höhere Konzentration. So, soweit der Plan. Jetzt gibt es Frauen, die aus Amerika, kann man auch bei den Videos schauen, dass die das schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten verwenden. Es gibt also, glaube ich, eine, die ist über 60, die sieht aus wie 30, das ist unglaublich. Also sie zum Beispiel erzählt, dass sie das abends alleine verwendet, ohne dass sie hinterher noch mal was drauf gibt. Wenn ich natürlich hinterher noch mal eine Creme drauf gebe oder ein anderes Produkt, dann verdünne ich das natürlich. Dann habe ich nicht mehr die 0,05%, dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes, was ich halt nicht mehr kontrollieren kann. Also deswegen, wenn man da, je nachdem, wie man halt eben da das verwendet, kann es natürlich unterschiedliche Effekte haben oder dauern, bis es eben Effekt hat. Diese Expertin, sage ich mal, hat auch gesagt, dass es eigentlich erst dann nach mehreren Monaten einen Effekt hat, wenn ich tatsächlich erst dieses Produkt jeden Tag verwende. Also das heißt, bis ich das erste Mal das auftrage und bis ich so weit bin, dass ich vielleicht das jeden Tag verwende, dann kann schon mal ein halbes Jahr ins Land gehen. Da muss man natürlich sehr viel Geduld haben und auch am Ball bleiben. Und dann muss ich es nochmal 2-3 Monate verwenden, bis ich de facto tatsächlich einen Effekt sehen könnte. Also das heißt, man ist dann schon mal ein Dreivierteljahr bis ein Jahr dabei, bis man wirklich so weit ist, will ich damit sagen. Also der Prozess ist ein sehr langwieriger, ein sehr, sehr dauernder. Ne? Das ist ja genau dasselbe mit irgendwelchen Haarwuchsmitteln, die ihr drauf gebt. Mindestens 3 Monate mal warten, bis sich da irgendein Effekt zeigt. Und genauso ist es eigentlich auch in der Hautpflege. Also das heißt, auch wenn ich irgendwas nur für einen Monat verwende, kann ich eigentlich de facto noch gar keine Aussage treffen. Ich muss es mindestens mal 3 Monate verwenden, meine Erfahrung auch. So, also ich bin dabei, dass ich das jetzt schon seit fast, ja schon seit einigen Monaten, fast einem halben Jahr jetzt jeden Tag verwende. Und von da gesehen, was macht das? Das macht, dass die Haut also einen höheren Turnover an der oberen Hautschichten hat. Das merkt man ja eben mit dieser Abschilferung. Das zweite ist, dass es tatsächlich in die Tiefe geht. Also das heißt auch in die tieferen Hautschichten, nicht nur in der oberflächlichen Epidermis, sondern in die tieferen Hautschichten, da wo das Kollagen ist. Und dass es nachgewiesenermaßen die Kollagenproduktion anregt. Und es ist nicht so, dass ich zum Beispiel wie Hyaluronsäure halt eben in die Haut reingehe, je nachdem, ob es jetzt nieder- oder hochmolekulare Hyaluronsäure und dann halt einfach nur Wasser bindet und dadurch dann passiv indirekt die Haut aufpolstere, sondern es bewirkt tatsächlich, dass die Kollagenfasern wieder sich reproduzieren. Also das heißt, es hat tatsächlich eine etiologische, eine Ursachenwirkung und das ist natürlich super. Ne? Und das heißt, es ist die beste Anti-Aging-Pflege, die ihr machen könnt. Alles andere ist Pflege und Feuchtigkeit und das ist Anti-Aging.
Was macht es noch? Also durch diese Kollagenfaser aufbilden ist genau das, was bei älterer Haut passiert, dass es alles so absackt, weil die Kollagen einfach die Produktion nachlässt und dann entstehen da unten diese kleinen Hamsterbäckchen. Weil dann das, ne, das ist halt irgendwie, dass die Kontur nicht mehr so schön aussieht, dass das Ganze halt eben hängt, ne? Und das ist eben das, was das verhindert. Also das heißt, es hat auch dann also indirekt einen festigenden Effekt eben, ne? Reforming, dass halt eben da diese Kontur noch schön bleibt. Und das ist natürlich die Sache. So, wie kommt man da jetzt ran? Es gibt natürlich in Amerika, kann man sich das Zeug online kaufen, würde ich niemals empfehlen, weil ich nicht weiß, wie das gelagert wurde, wie es verschickt wird, wer es vertreibt, wo es herkommt und so weiter. Wo habe ich das her? Also man kann es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und dementsprechend soll es auch wie ein Medikament oder muss es halt eben von einem Arzt kontrolliert werden. Also wenn ihr Akne habt oder wenn ihr, ne, müsst ihr zum Arzt gehen und mit dem reden und dann kann er euch das verschreiben, auch bei krassen Patienten, dann zahlt ihr 5 Euro Rezeptgebühr. Ansonsten könnt ihr mit eurem Arzt reden, ob er euch das verschreibt. Wenn ihr keine Akne habt, das müsst ihr mit eurem Arzt klären und ihr solltet das bitte vorklären und immer mit einem Arzt abklären, weil dann kann er euch ein Privatrezept schreiben und mit dem Privatrezept könnt ihr in die Apotheke gehen und dann müsst ihr 15 Euro für so ein Tübchen bezahlen. Ich war jetzt nochmal in Griechenland im Urlaub und habe die gleiche Creme in der Apotheke für 3 Euro gekauft. Jo. Ich lasse das einfach mal so okay. Im Raum stehen. So, dann, wenn ich das Retinol verwende, ich habe es in meister Zeit eben, weil ich dieser YouTuberin auch glaube, weil die einfach auch so geil aussieht, wirklich alleine verwendet hinterher und habe nichts mehr drauf gemacht. Manchmal ist es dann doch zu trocken oder später, wenn es schon eingezogen ist, also das heißt, wenn ich vielleicht um 20 Uhr meine Nachtpflege mache und kurz bevor ich ins Bett gehe, trage ich vielleicht nochmal ein Öl auf. Das Öl immer zum Schluss, damit es auch versiegelt. Und da verwende ich verschiedene Öle. Das eine ist das B-Oil, das nehme ich aber mehr so für den Dekolleté und für den Halsbereich. Das habe ich auch wegen meiner Schwangerschaft verwendet, für meinen dicken Bauch. Ich habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreichen, aber ich habe allerdings auch ein gutes Bindegewebe, muss ich dazu sagen. Also von da gesehen ist das so ein Klassiker, was ich auf alle Fälle empfehlen kann. Dann habe ich mal auf jemand gesehen, an die Empfehlung von Diaderma, das Karottenöl. Das ist auch ganz nett, das kostet nur 2,50 Euro, also sehr, sehr preisgünstig. Gibt auch so eine schöne Farbe hinterher auf dem Gesicht, wobei das, glaube ich, dann ziemlich egal ist, wenn man ins Bett geht, wie man dann aussieht. Was mir nicht so gut gefällt an dem Produkt ist, dass es halt eben sich im trockenen Zustand, das ist so ähnlich wie das hier, dass es halt sich sehr, sehr schlecht verteilt. Also das heißt, da brauche ich dann halt irgendwie schon so ein bisschen Feuchtigkeit auf dem Gesicht, dann lässt sich es besser verteilen. Im trockenen Zustand lässt sich das sehr schlecht verteilen. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, ist es okay. Aber ob ich mir es nochmal kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Was ich dann noch zu Hause habe, ist auch wieder von Kiko ein Öl. Das gefällt mir auch sehr gut. Es kommt hier in so einer kleinen Pipette. Das ist ein sehr schönes Öl, ein Gesichtsöl. Wo ich dann abends noch mal ein paar Tropfen aufgebe. Das zieht sehr, sehr schnell ein, hat eine schöne Pflege, wird eine schöne Feuchtigkeitswirkung und es gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, das sind die Öle. Was ich dann immer noch mal drauf mache auf die Lippen, ist meine Elizabeth Arden 8-Hour Cream, die habe ich immer da. Die mache ich immer auf die Lippen oben drauf. Das ist die beste Creme gegen trockene Haut, egal wo. So, jetzt wird ganz schön lang das Video. Was ich dann noch zusätzlich ab und zu mache, aber auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, nicht in regelmäßigen Abständen, weil ich abends zu müde bin oder zu faul bin oder weiß der Geier was. Ne? Und zwar habe ich mir mal von Michaela Konrads dieses Lift Me Ultrasonic Gerät gekauft. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das kann man hier einstellen. Und zwar gibt es da verschiedene Programme. Auch mit Licht, seht ihr, und auch mit Ultraschall. Das gibt zur Tiefenreinigung und zum Einschleusen von, zum Einschleusen von Produkten mit Licht, eben da nochmal eine Lichttherapie zu haben und halt eben auch mit Vibration. Es ist ein Ultraschallgerät
Ultraschall bedeutet, dass es halt auch tiefer ins Gewebe reingeht und deswegen halt auch Produkte da einschleust. Gefällt mir sehr gut, das Produkt. Es kommt zusammen oder wird halt empfohlen, hier Hyaluronsäure, Supergelkonzentrat. Also wenn man Ultraschallprodukte verwendet, muss man halt eben eine gelige Substanz haben, ne, dass es halt überhaupt funktioniert. Ansonsten geht es nicht. Und was ich auch noch habe, hier von Kiko, das heißt Blooming Glow Revitalizing Face Serum. Das ist hier irgendwie so eins, das ist auch ganz hübsch. Und manchmal nehme ich auch das und schleuse es dann damit ein. Und wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, den Effekt von dem Ultraschall haben möchte mit einer Lichttherapie, nehme ich ganz normales Ultraschallgel, weil mir einfach das dann zu teuer ist. Das kostet irgendwie 30 Euro alleine. Und das hier kostet auch schon ein paar Euro. Und wie gesagt, und das ist mir halt eben jedes Mal zu viel mit dem Produkt, weil ich ja auch schon viele andere Sachen verwende. Dann nehme ich halt nur ein Ultraschallgel und mache das damit und trage das damit auf. Ich muss dazu sagen, dass ich das nicht so regelmäßig nehme, als dass ich jetzt sagen, irgendeiner das jetzt empfehlen oder nicht empfehlen könnte, ganz ehrlich. Weil, also wenn ich das verwende, sehe ich jetzt am nächsten Tag nicht diesen super Wow-Effekt. Von da gesehen, ja, wenn man so viel Zeug verwendet, ist es halt schwer, das zusätzlich noch. Dann müsste ich es wahrscheinlich einfach regelmäßiger nehmen, was ich nicht tue, woran ich aber arbeite. Aber wie gesagt, deswegen möchte ich da auch keine Aussage zutreffen. Und was ich dann noch ab und zu verwende, auch nicht regelmäßig, aber immer wenn ich so einen Bedarf habe oder wenn ich mich mal in die Badewanne lege, also deswegen im Winter eigentlich eher als jetzt im Sommer, sind hier solche Face Masks. Dann habe ich hier von Innisfree eine Allure Maske, die habe ich halt auch im Urlaub mit dabei gehabt. Das hat halt eine schöne Feuchtigkeit. Dann habe ich hier eine Kollagen und hier eine Hyaluronsäure-Maske. Meine koreanische Kollegin hat mir halt Innisfree empfohlen, hat gesagt, das ist für sie das Beste. Deswegen auch Innisfree die Skincare. Das ist nicht so teuer wie diese anderen sehr hochpreisigen koreanischen Produkte, sondern das ist eher so im mittleren Preissegment angesiedelt, aber halt von der Wirkung sehr, sehr schön. Und die Frau hat eine echt eine tolle Haut. Ne? Also von da gesehen vertraue ich ihr einfach mal. Ne, weil sie allein schon aus Korea kommt und mir das empfohlen hat. Und von da gesehen, wie gesagt, verwende ich auch ganz gerne halt einfach ab und zu eine Face Mask. So, jetzt habe ich euch alles erzählt, was ich so mache. ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht oder dass ihr das ein oder andere für euch übernehmen könnt oder dass ihr vielleicht Tipps und Tricks oder Anregungen bekommen könnt, wenn ihr zu irgendwelchen Produkten nähere Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche anderen Empfehlungen habt, die ihr vielleicht mit anderen teilen wollt, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie jedes einzelne Produkt hier auflisten, da würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden. Vielleicht schreibe ich einfach nur das Regime unten rein, dass ich sage, von wegen, was ich normalerweise mache, eben mit Augen-Make-up-Entferner und Cleanser und bla bla bla. Aber ansonsten wird es, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wenn ihr noch was wissen wollt, wie gesagt, spezifisch, fragt mich gerne. Ich werde versuchen, auf jede Frage eine Antwort zu finden. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, es ist kostenlos, es tut euch nicht weh, aber ihr verpasst kein zukünftiges Video mehr und schreibt mir auch gerne, an was ihr als nächstes Interesse habt, was ich so als Vorabinformation. Ich möchte gerne so machen das Beste aus einer Kategorie und die Top 5 Produkte von der Kategorie. Dann möchte ich auch gerne so ein bisschen mehr so einen Palettenguide geben, so nach dem Motto von wegen, welche Palette ist empfehlenswert, welche nicht empfehlenswert. Dann werde ich auch nochmal näher darauf eingehen, zum Beispiel, was sind so die Tipps und Tricks speziell für reifere Haut. Und auch nochmal so die Richtung Foundation, da kamen auch einige Anfragen. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal, dann bleibt dran, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ansonsten bleibt gesund oder werdet gesund und ich wünsche euch alles Liebe und Gute und bis bald. Tschüss!